Es ist Dienstag, 20 Uhr und wir sind online bei Agismart. Heute Agismart 43. Wir sprechen über Stickmonoxid. Damit ist auch das Rätsel gelöst in meiner Einladung, die ich Ihnen per E-Mail zukommen lassen habe, was wohl das Molekül des Lebens sein sollte und für die Kreuzworträtsler, was das wo ist, nämlich NO mit zwei Buchstaben. Also, alles klar. Heute wollen wir uns die wunderbaren Eigenschaften von Stickmonoxid ansehen, sie kennenlernen und dabei auch erfahren, wie wir diese Eigenschaften für uns, für Leben ohne Krankheit nutzen können. Zunächst, hier muss aber immer wieder, bei jedem Mal müssen die juristischen Dinge vorangesetzt werden. Bitte lesen Sie sich den Text durch. Ich ersparen Sie mir das Vorlesen. Ich habe das auch noch einmal im Text auf der Seite im geschützten Bereich bei Agismart 43 stehen. Da können Sie es auch noch einmal nachlesen. Wer will, kann es sich auch dort kopieren. Also ich übernehme keine Haftung für irgendwelche Unvollständigkeiten und empfehle Ihnen auch selbstverständlich, bei Erkrankungen oder bei Unwohlsein einen Arzt zu beraten und diese von mir mitgeteilten Dinge nur als Information zu sehen. Ich lehne also Haftung ab, muss das ausschließen, so wie das hier exakt und juristisch klar formuliert ist auf den ersten drei Seiten. Ja, wir können also beginnen. Heute geht es inhaltlich über die Eigenschaften des Stickmonoxids und wir wollen diese Eigenschaften nutzen für uns, für Leben ohne Krankheit. Aus technischen Gründen im Chat bitte mal eintragen, ob der Ton gut ist und das Bild zu erkennen ist, zu entziffern ist, was ich hier mit meinen Folien übertrage. Bitte mal kurz ein Ja oder J eintragen oder N. Auch ich lese hier schon Bild und Ton sehr gut. Und wenn das mal nicht sein sollte, wenn das sich also verschlechtern sollte mit der Zeit, dann einfach noch einmal neu einwählen, den per E-Mail erhaltenen Link benutzen und dann funktioniert das. Meistens liegt das an Unzulänglichkeiten des Internets, die mal eintreten könnten. Sowieso ist es ja so, dass die Inhalte über den geschützten Bereich nach der Aufzeichnung, die ich dann zur Verfügung stelle, übernommen werden können. Ehe wir nun über Stickmonoxid und die fantastischen Eigenschaften dieses sogenannten Moleküls des Lebens sprechen, zunächst Neuigkeiten und Altbekanntes. Das möchte ich voranschieben. Vor wenigen Tagen ist also der Krebsbericht für Deutschland für 2012 herausgekommen. Das ist ja immer aufgrund der Bürokratie und der notwendigen Statistik des Zusammenführens der vier verschiedenen Krebsregister. Wir haben ja erfreulicherweise ein föderales System und damit hängen wir dem Fortschritt immer ein bisschen nach. Also 2012. Es wurde festgestellt, wie es hier in der Folie zu sehen ist, dass über 250.000 Männer und über 225.000 Frauen an Krebs erkrankt sind 2012. Und es wird auch schon gezeigt, und das ist für mich sehr bemerkenswert, dass wie die Vorhersage für 2016 aussehen soll. Wir sehen also sowohl für die Frauen als auch für die Männer einen starken Anstieg, mit dem man rechnet. Also wird ganz offen mit einer Steigerung der Krebserkrankungen gerechnet in unserem Land. Wo sind nun die Erwartungen an die Forschungsergebnisse? Es wird ja sehr viel Geld dafür ausgegeben, jedes Jahr. Bleibt der Nutzen? Wo haben wir dort einen Vorteil? Jedenfalls haben wir den nicht in Erwartung der Experten bei den Erkrankungsraten. Wir haben ja das letzte Mal gehört, was Laetril alles kann. Wir haben also darüber gesprochen, was zum Beispiel Aprikosenkerne schon bringen in der Prävention gegen Krebs. Da gilt sowohl die Sekundär- als auch die Primärprävention. Und das ist ja weltweit schon bekannt. Und dass das ein Märchen ist, dass wir verstärkt und zunehmend Krebserkrankungen haben, also zunehmende Zahlen, das wissen wir auch, wenn wir immer zur Antwort bekommen, dass das an der erhöhten Lebenserwartung liegt, dass wir immer älter werden, dass wir die Krebserkrankungen anscheinend erleben, was sonst nicht der Fall wäre. Das ist ein Märchen, weil wir, wenn wir zu den Völkern kommen, die viel, viel älter werden als wir,
dort überhaupt keinen Krebs vorfinden. Also soweit hierfür. Der Krebsbericht Deutschland kann nachgelesen werden im Internet, wenn das jemand interessiert. Dort sehr, sehr detailliert aufgeführt, welche Erkrankungen in welchen Zahlen, in welchen Verteilungen vorliegen und wie die Todesraten sind. Zweite Neuigkeit von Professor Wang und Kollegen aus Peking wissen wir, dass profunde Veränderungen in der Darmbiologie, also der Darmmikrobiologie, also in der Darmflora vorhanden sind, während oder vor der Entwicklung von Darmkrebs. Auch hier bestätigt sich, dass wir nicht mit dieser Fragestellung, so wie sie hier gegeben ist, vorgehen sollten, meines Erachtens. AG-Smart-Leser wissen, dass es vom Milieu abhängt, ob es dort schädliche Parasiten, also eben auch Bakterien gibt, die also begünstigen, dass dort ein Milieu entsteht für Krebs, und andersherum auch, wenn Krebs entsteht, ist das Milieu so, dass dann auch Bakterien, schädliche Bakterien sich bilden und konzentrieren können, und nicht nur Bakterien, sondern auch Pilze. Wir kennen das Schlagwort Candida. Und das ist also die Frage, wie sieht es aus mit dem Milieu und was können wir tun mit dem Milieu? Und da habe ich auch schon das Stichwort zu der nächsten Neuigkeit. Agile Care, ein von mir entwickeltes Gerät, ist in der Prüfung und wird auch bald Ihnen zur Verfügung stehen. Agile Care dient ja dazu, schädliche Parasiten zu zerstören. Und meine Absicht ist es, hier den wissenschaftlichen Vorlauf von Dr. Rife zu nutzen und an dessen Erfolge anzuschließen, dass man eben ohne Risiken, Gefahren und Nebenwirkungen Parasiten, und darunter verstehe ich Bakterien, Viren, Pilze und Würmer, dass man die zerstört und damit ein besseres Milieu schafft für die Bekämpfung und Zerstörung der Erkrankungen. Diese Erkrankungen können einfache Erkältungserkrankungen sein, das können Infektionen sein, das können aber auch schwerwiegende Erkrankungen sein, wie Diabetes oder eben auch Krebs. Und ich stelle mir vor, dass mit dem Agile Care, was jeder für einen kleinen Preis kaufen kann, die Lösung sozusagen oder eine starke Unterstützung zur Verfügung steht. Und der kleine Preis ermöglicht es mir, dass weltweit viele Menschen das benutzen können. Es läuft dann so ab, so stelle ich mir das vor, dass Agile Care bestellt wird mit der Angabe der zu bekämpfenden Erkrankung, und daraus entnehme ich, welche Bakterien, Parasiten, Viren, Pilze, Würmer bekämpft werden müssen, gebe die entsprechenden schon längst erforschten Frequenzmuster mit, und nachdem der Paketdienst das Gerät zu dem Patienten oder Kunden geschickt hat, kann es dann gleich losgehen. Eine Behandlung dauert irgendwas zwischen 10 und 30 Minuten, und diese Behandlung sollte in 5 Tagen täglich einmal oder zweimal wiederholt werden, mit der Option, dass man hauptsächlich zur Entgiftung auch relativ viel Wasser trinkt über den Tag. Also man ist gar nicht eingeschränkt und hat eine sehr, sehr gute Unterstützung. Vorteil dieses Verfahrens ist es, dass es eben keine riesigen Gefahren gibt. Vorteil des Verfahrens ist es, dass es jeder nutzen kann, dass das Gerät in der Anschaffung ganz gering ist, und außerdem ist das Gerät universell. Das heißt, es kann von den Personen benutzt werden, die in der Familie leben. Oft hat man ja dort die ähnlichen Infektionsbedingungen, also auch ähnliche Infektionen. Und sollte es um andere Herde gehen, so kann man über das Internet die erforderlichen Frequenzmuster herunterladen und steht auch dafür universell zur Verfügung. Mit Agile Care erfolgreich. Also nicht nur universell von Person zu Person, sondern auch universell im Bereich der Indikation. Aber nun weg oder erstmal Abschluss mit den Neuigkeiten und Altbewährten. Und wir kommen zum Hauptteil, zum Stickmonoxid. Wir hatten ja bereits gelernt, dass es L-Arginin gibt, dass es Kajani gibt, und wir wissen auch von den drei Nobelpreisträgern, die 1998 den Nobelpreis erhielten für ihre Arbeiten an Stickmonoxid für das kardiologische und kardiovaskuläre System. Diese Leistung ist gar nicht hoch genug zu würdigen, und der Ausdruck Molekül des Lebens wird sich, Sie werden das sehen im Rahmen der weiteren Ausführung, wird sich
bewähren und bestätigen. Wir haben also die drei Nobelpreisträger Furchtgott, Ignaro und Murat, denen die Leistung zugeschrieben wurde. Jedoch war schon vor der Zeit, war es schon so, dass mit den Arbeiten begonnen wird. Es ist ja immer so, dass es erst viele Jahre später den Nobelpreis gibt, wenn es ihn gibt. Und so hatte Furchtgott schon 1980 begonnen, also schon lange vor der Vergabe des Preises und hatte seine Dinge auch veröffentlicht. Aber selbst vor ihm, über 100 Jahre vor ihm, ist aufgefallen im Alfred-Nobel-Dynamitwerk, dass den Menschen, die dort arbeiten, die Arbeit Kopfschmerzen bereitet hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Einatmen der Gase von Nitroglycerin hat den Menschen nämlich Kopfschmerzen gebracht, weil das eine Ausdehnung der Gefäße brachte. Das wusste man noch nicht damals nicht so genau, aber man wusste, Nitroglycerin, dort atmen, bringt Kopfschmerzen. Und das haben Ärzte dann auch schon sage und schreibe seit 1860 benutzt. Sie gaben nämlich den Patienten, die an Gefäßkonstriktionen, also Verengung der Gefäße, litten, zum Beispiel bei Angina pectoris, Herzbeschwerden, gaben sie einige Tropfen davon auf die Zunge und wir kennen das heute als Nitrangin. Und das war schon sehr, sehr hilfreich. Tragisch nur eben, dass der Besitzer und Erfinder des Dynamits, also der Namensgeber auch für den Nobelpreis, Alfred Nobel, auch an Herzinsuffizienz litt und auch akut litt. Und als der Arzt ihm dann selbst auch das Nitrat oder Nitroglycerin geben wollte, dann hatte Nobel selbstverständlich Vertrauen in diese Substanz als Sprengstoff, aber nicht als Arzneimittel und als Medizin. Und er lehnte es ab, das einzunehmen. Der Arzt hätte ihm helfen können. Nobel lehnte ab und verstarb. Also ein tragischer Fortgang aufgrund mangelnden Vertrauens in die Universalität des gefundenen Stoffes. Und dieser Stoff ist wirklich sehr, sehr bedeutend. Stellen Sie sich doch bloß mal vor, es wird etwas als Molekül des Lebens bezeichnet. Und gehen Sie doch aber mal, aufgrund der biologischen Wirkungen, ne? Aber gehen Sie doch einmal zu Ihrem Arzt, fragen danach, was er als Molekül des Lebens betrachten würde. Und ich würde wetten, er sagt Ihnen nicht Stickstoff, weil er das nämlich gar nicht weiß. Es hat sich noch nicht allgemein durchgesetzt, diese große Bedeutung des Stickstoffs für unsere für unseren menschlichen Organismus. Wie funktioniert nun dieses so gelobte und hochgeehrte Molekül Stickmonoxid? Und da möchte ich jetzt mit 5 Punkten das die Wirkung einmal darstellen. In 4 Punkten spreche ich über Hemmungen und in einem Punkt über Aktivierung. Und fangen wir mit der Aktivierung an. Das Stickstoffmonoxid, also NO, aktiviert nämlich ein Enzym in unserem Körper, das wiederum die Botenstoffe für einen Vorgang, den wir CGMP nennen, bringt, nämlich die Erschlaffung der glatten Gefäßmuskulatur. Also Stickmonoxid, um es einfacher auszudrücken, erschlafft die Gefäßmuskulatur und auf diese Weise verringert sich oder reguliert sich, nicht verringert, sondern reguliert sich der Blutdruck. Also etwas ganz anderes als Medikamente machen und hervorragende Ergebnisse bei der Regulierung des Blutdrucks bringen. Wunderbar, die Aktivierung dieses Enzyms. Als nächstes, Stickmonoxid hemmt die Bildung von Adhäsionsmolekülen, das heißt die Verklebungen an der Oberfläche von Endothelzellen. Das heißt nichts anderes als, es kleben die Stoffe nicht so leicht im Inneren an den Gefäßwänden an. Und sie verhindern sozusagen die Anheftung von Leukozyten. Und die Anheftung von Leukozyten nennen wir ja, und das ist der Prozess, der erste Schritt zur Entstehung von Atherosklerose. Heißt, Stickmonoxid verhindert im gewissen Maße Atherosklerose. Stickmonoxid hemmt auch die Oxidation von LDL. Wir kennen das Lipoprotein. Die Oxidation dessen wird gehemmt. Und die Aufnahme von oxidierten LDL trägt nämlich ebenfalls dazu bei, dass sich Atherosklerose entwickelt. Also schon der zweite Punkt, dass die Atheroskleroseentwicklung gehemmt wird. Viertens, Stickmonoxid hemmt die Zusammenlagerung von Blutblättchen, also die Thrombozytenaggregation, also die Bildung von Blutgerinnsel
werden gehemmt. Das heißt, Blutgefäße verstopfen nicht so schnell, sie können nicht so schnell verstopfen. Das hat eine ganz große Bedeutung für Herzinfarkt oder Schlaganfall. Das in der Richtung wirkt also NO auch. Und die letzte Wirkungsabteilung, nenne ich mal so, ist die Unterdrückung der abnormalen Zellteilung glatter Gefäßmuskelzellen. Wenn die sich nämlich nicht so schnell in die Zellteilung begeben, also nicht so schnell teilen diese Zellen, dann verengen sich die Blutgefäße nicht so schnell. Das ist also ein Beitrag, um Restenosen zu verhindern. Wir können also jetzt schon sagen, die verbesserte Produktion, Stimulierung von NO verhindert auch Restenosierung. Das heißt, sie verhindert nicht nur, wie ich schon in vorherigen Abteilungen gesagt, überhaupt die Bildung von Herzinfarkt, das Entstehen von Herzinfarkt oder Schlaganfall, sondern auch dessen Wiederholung. Also doch gute Eigenschaften, die wir hier dem NO entnehmen können. Und wir sehen das hier noch einmal grafisch, wie ein Blutgefäß, was hier längs aufgeschnitten ist. Sie sehen auch hier die Erythrozyten, die sich hier eingegrenzt und hier fast gar nicht mehr durchbewegen können. Also hier ganz starke Eingrenzung, hier geringe Eingrenzung. Und so kann man sich das wirklich vorstellen, wie eben der Blutfluss von der Veränderung des Gefäßdurchmessers, von der Veränderung der Gefäßanhaftungen, die eben schädlich sind, dort beeinträchtigt wird. Hier nochmal im Querschnitt. Wir sehen links einen kontrahierten Querschnitt und rechts nach Dilatation einen ausgedehnten. Und denken Sie bitte daran, wenn wir einen Durchmesser verdoppeln, wie das hier ungefähr der Fall ist, dann vervierfachen wir die Fläche für den Durchfluss. Hier nochmal, ich denke, sehr plastisch, gut und realistisch dargestellt, wie die Erythrozyten sich hier auf uns zubewegen in diesem Schnitt durch ein Gefäß und wie sie beeinträchtigt werden von diesen hier gelb gezeichneten Anlagerungen an den Gefäßen. Stauen sich also davor die Erythrozyten und sie kommen nur quälend hier durch. Und wehe, es gibt noch Thrombozyten, verstärkte und pathologische Thrombozytenbildung, dann ist das dann absolut verschlossen, zum Beispiel durch so einen Thrombus, und wir sprechen dann von Herzinfarkt oder Schlaganfall. Wenn wir also sehen, die vielen Eigenschaften, die zum Gefäßschutz durch von Monoxid aufgemacht werden, dann macht es doch deutlich, dass im negativen Fall, also eine Verringerung der Stickstoffmonoxidproduktion, also Verringerung der Produktion, Gefäßerkrankungen begünstigen würde. Und das ist an sich unser Weg und hier von den drei Nobelpreisträgern aufgezeigt, wie wir das zu verstehen haben. Und wenn wir etwas verstehen, wie es funktioniert über diese Wissenschaftler, dann haben wir auch eine Ahnung davon, wie wir vorgehen können. Zunächst ging das Ganze nicht so positiv aus. Zunächst hatte man gar nicht so positive Vorstellungen, wie ich sie hier heute verbal darstelle. Was kannten wir denn von Stickstoff? Wir kennen Smog, wir kennen Kfz-Abgase, wir kennen Sprengstoff. Alles Dinge, die nicht positiv belegt sind. Und so ging es auch Luis Ignaro, als er seine erste Veröffentlichung zum Stickmonoxid bringen wollte, dann hat der Gutachter diese Veröffentlichung erst einmal abgelehnt, hat sie für nicht bedeutend gehalten und meinte, dass das nicht so wichtig wäre und ahnte sicherlich nicht, das können sich also auch Gutachter irren, ahnte nicht, dass er es mit einem potenziellen Nobelpreisträger zu tun hat. Wir kennen also schon die dilatativen biologischen Wirkungen, wir kennen von nitrogenhaltigen Stoffen. Wir wissen nun schon, dass man 100 Jahre früher das alles vor der Bekanntgabe des Nobelpreises schon intensiv genutzt hatte und Zusammenhänge kannte. Ich erinnere nochmal an Nitrangin. Und wir wissen, dass wir Stickmonoxid aus L-Arginin bilden können. L-Arginin ist eine Aminosäure. Und gemeinsam mit Sauerstoff produziert L-Arginin dann im Körper oder stimuliert im Körper die Produktion von Stickmonoxid, die sogenannte NO-Synthese. Wir können das auch mit der Einnahme von natürlichen Substanzen, zum Beispiel wenn wir Walnüsse essen, da ist auch die Aminosäure L-Arginin drin. Und wir wissen auch, dass die Natur etwas mitbringt in unserem Körper, um das
die Produktion zu puffern, denn NO hat im Körper eine Halbwertszeit von weniger als 4 Sekunden. Und wenn wir sozusagen dann nicht ständig NO produzieren, funktioniert das nicht. Und es ist gelöst über die Pufferung mit der Substanz Citrullin, die wir dem Stoff zusetzen können. Und damit wäre es möglich, über den Tag nur 2, 3 Mal L-Arginin zu sich zu nehmen, um das Molekül des Lebens auch ganztägig zu nutzen und dessen Vorteile zu nutzen. Nun klappt das mit den Walnüssen nicht ganz, denn es reicht nicht aus, diese entsprechend der Summe, sagen wir, eine Handvoll von Walnüssen am Tag zu nehmen, es reicht nicht aus. Wir müssen sie sozusagen säckenweise zu uns nehmen und das geht natürlich nicht. Wie verändert sich das eigentlich mit dem NO und warum brauchen wir das? Wenn wir mit 20 Jahren, sagen wir mal, gut leben, gute Gefäße haben, aufgrund genügender NO-Produktion, nennen wir das mal 100%, dann schätzen Wissenschaftler ein, dass beim 60-Jährigen viel, viel geringere Produktion von NO ist, wenn wir es prozentual sehen, zwischen 15, ich habe mich nicht versprochen, zwischen 15 und 50% des 20-Jährigen. Es gibt also den klaren Hinweis, wenn wir diese Zahlen relativ gegenüberstehen, sehen wir hier in diesen beiden Zeilen, wenn wir diese hier sehen, gibt es also ganz klar die Notwendigkeit zur Substitution. Und empfohlene Substitution wäre, am Tag etwas mehr als 5 Gramm L-Arginin zu sich zu nehmen. Hier sieht man das noch einmal, wenn sich über die Jahre, hier mal über die Jahre abgebildet, wie sich die Gefäße verändern können. Wenn wir also hier beim 20-Jährigen sind, voll ausgebildete, klare Gefäßdurchmesser, klare, glatte Gefäßwände und dann die Veränderung, die Verringerung des Durchmessers mit 60, wenn wir nur noch 15% haben, das also unbedingt notwendig ist, hier zu substituieren, denn durch die geringen Durchmesser, besonders in der Endstrombahn oder dort, wo wir schon Verengungen haben, gibt es dann nicht mehr genügend Versorgung mit Nährstoffen. Und wenn es dann noch gleichzeitig zur Verklumpung kommt, dann gibt es dort Verschlüsse und wir müssen bei den Menschen dann einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall beanstanden bzw. registrieren. Und das sind ja die schlimmsten Erkrankungen, die häufigsten Erkrankungen, die zum Tode führen. Nun ist es eigentlich ideal, was ich sage, doch nicht ganz. Es gibt noch etwas zu bemängeln von mir, nämlich die Art und Weise, wie das erzeugt wird, nennen wir induzierte NO-Produktion. Und die hat einige Nachteile und auch im Zusammenhang mit L-Arginin gibt es einige Nachteile, auf die ich hier nur ganz kurz eingehen möchte. Einige sind objektiv, einige, die ich hier aufzähle, sind subjektiv. Die induzierte Produktion von NO hat nämlich den Nachteil, dass zwei ganz wichtige weitere Enzyme aus der Bauchspeicheldrüse eingesetzt werden und die könnten verbraucht werden. Aber gerade diese Enzyme benötigen wir zur Beendigung von Reparaturprozessen. Das erkennen wir. Das haben wir schon gelernt. Wenn wir Krebs als nicht beendeten Reparaturprozess auffassen, dann fehlt dort das Enzym eventuell und das möchten wir nicht. Wir möchten nicht durch die Gabe von L-Arginin ein größeres Risiko haben, an Krebs zu erkranken. Des Weiteren kann es bei induzierter Produktion von NO dazu kommen, dass zu viel NO entsteht. Was kann da passieren? Ja, wenn wir zu viel NO haben, dann können die Mitochondrien gestört werden. Wir sprechen dann vom sogenannten nitrosativen Stress. Und der ist auch nicht ohne. Mit den Mitochondrien ist nämlich nicht zu spaßen. Das sind ja schließlich in den Zellen unsere Hauptkraftwerke. Mich ganz persönlich, subjektiv, hat auch noch gestört, dass im L-Arginin immer Süßstoff enthalten ist. Sonst kann man das nämlich nicht runterkriegen. Sonst schmeckt das überhaupt nicht. Sonst kann man es nicht verspeisen. Süßstoff ist drin und ich habe ein bisschen etwas gegen Süßstoff. Und mich hat auch dann schließlich noch gestört, dass das L-Arginin einen recht hohen Preis hat und habe dann sozusagen nach einer Alternative gesucht. Und da war ich zum Glück nicht der Einzige und allein, sondern viele Wissenschaftler haben das auch. Sie haben gemerkt und haben festgestellt, dass in der Natur nicht nur L-Arginin als Aminosäure zur Produktion, dann in unserem Körper zur Produktion des NOs gewonnen werden kann, sondern wir können auch aus Früchten und ganz speziell und ganz effektiv, also die Wissenschaftler haben festgestellt, dass in der Nonifrucht die Substanzen sind, die dann auch wiederum in unserem Körper NO produzieren und das über einen anderen Weg.
Und auch dort ist es gut, dass wir schon bereits eine Pufferung natürlich eingebaut haben. Das bedeutet, wir brauchen nur dreimal am Tag mehrere Tropfen zu nehmen. Das reicht schon aus für die notwendige NO-Produktion, wie bei einem jungen Menschen, die bei einem zum Beispiel 60-Jährigen zu erzeugen. Also Noni scheint das Wichtige zu sein. Aber ich will gleich sagen, damit ist nicht nur der Noni-Saft gemeint, der reicht nicht aus, sondern es ist ein kompliziertes Verfahren zur Extrahierung der entsprechenden Stoffe aus der ganzen Frucht und nicht nur aus dem Saft ist gefordert. Noni hat keinen, also Süßstoff, und wir haben dort auch nicht, da es nicht um den induzierte, um die induzierte Produktion geht, wir haben keinen Verbrauch von Bauchspeicheldrüsenenzymen. Sie werden also nicht konsumiert. Und schließlich ist der Preis auch besser als beim L-Arginin, so wie ich es gefunden habe. Alles bezogen auf höchste Qualität, die wir finden können. Bei dem Hersteller, der das in der entsprechenden Qualität bringt, der Hersteller heißt Kajani, ich habe das Wort hier mal eingeblendet, heißen die beiden Produkte, die aus der Noni-Frucht dann in unserem Körper das NO produzieren lassen. Die heißen Nitro FX und Nitro Extrem. Das ist in kleinen Flaschen, sind das Substanzen, die wir täglich in Tropfen zu uns nehmen, über eine Pipette, was ganz, ganz leicht ist. Und diese Möglichkeit empfehle ich Ihnen hier ganz klar, denn ich habe Erfahrung über 12 Monate mit L-Arginin und mittlerweile jetzt schon auch wiederum anschließend dann über 15 Monate mit Kajani, nämlich Nitro FX. Und ich kann Ihnen sagen, dass bei beiden Richtungen ich wunderbare Reaktionen hatte und in 1, 2 Tagen, je nachdem, nachdem ich begonnen habe, ganz anders mental und physisch drauf war, was ich immer auf die Wirkung des NOs, was produziert wurde, zurückführe. Ich kann es Ihnen also nur empfehlen und ich kann es auch guten Gewissens tun, nicht nur, weil es eine sehr, sehr gute Qualität ist, sondern weil Sie, wenn Sie das bestellen, eine 100% Geld-Zurück-Garantie haben. Sie brauchen also nur, wenn Sie innerhalb von 30 Tagen das nicht so verspüren und nicht so aufnehmen und nicht so, wie Sie es erwarten, bekommen, dann bekommen Sie Ihr Geld hundertprozentig zurück und zwar ohne Wenn und Aber und auch nichts muss zurückgeschickt werden. Es genügt, wenn man bei Kajani anruft, es gibt eine deutsche Dependance hier, man kann also Deutsch reden am Telefon oder man kann ihnen eine E-Mail schicken, man sagt einfach, ich bin nicht zufrieden und möchte mein Geld zurück, dann passiert das auch. Ich habe also ein gutes Gewissen, wenn ich Ihnen das empfehle, denn Sie haben also hier nicht einmal ein Risiko. Und benutzen Sie bitte diesen Link hier, der hier eingeblendet ist. Sie sehen ihn auch nochmal unten im Beitrag, dann im Text. Benutzen Sie diesen, dann ist diese 100% Geld-Zurück-Garantie gewährt. Und ich würde mich freuen und ich bin auch sehr gespannt, ob Sie genauso reagieren auf diesen Test, der zunächst ein Test ist. Und sollte es so sein, so wie bei mir, dass Sie sich wohlfühlen, mental und physisch, dann können Sie mir eine E-Mail schreiben und geben mir dann eine Nachricht, und ich teile Ihnen dann mit, wie Sie es zustande bringen, dass Sie insgesamt das Ganze auch kostenlos, auf Dauer kostenlos, bekommen können. Aber das ist erst dann wichtig, wenn Sie diese positiven Erfahrungen machen. Zusammenfassung von heute. Wir haben also die Funktion und die Wirkung zu Stickmonoxid kennengelernt und wir haben auch kennengelernt, wie wir den Zugang haben, wie wir selbst uns versorgen könnten, wenn wir den Bedarf haben. Zum Glück geht es über die Nahrung. Wir haben also die Funktionen hauptsächlich im Blutkreislauf uns angesehen, die dilatative Wirkung, die Wirkung auf die Verhinderung von Thrombozyten, die Verklebung und so weiter. Aber wir sollten auch wissen, dass Entzündungen gehemmt werden, denn Stickoxid ist ein Signalmolekül, was eine entzündungshemmende Wirkung hat. Wir haben auch eine starke Wirkung auf Gehirnfunktionen, denn Stickmonoxid ist auch ein wichtiger Botenstoff, der die Verbesserung der Speicherung von Informationen und Kommunikation zwischen den Neuronen herstellt. Also wir merken uns etwas besser und man hofft auch, und ich darf ja hier nicht über Erkrankungen sprechen, im Zusammenhang mit NO kann ich das, aber nicht im Zusammenhang mit den Produkten, das ist verboten. Und schließlich haben wir noch verbesserte Funktionen bezüglich der Verdauung, denn Stickmonoxid verbessert die Blutflussgeschwindigkeit und die Mikrozirkulation und das fördert die Durchblutung und fördert ebenfalls
die Nährstoffversorgung im ganzen Körper und das hat eine wichtige Bedeutung für die Verdauung. Schließlich hat Stickmonoxidproduktion, vermehrte Produktion, eine positive Wirkung auf die sexuellen Funktionen. Mit Stickstoff wird der natürliche, den Blutfluss erhöhende Charakter entwickelt und es erhöht sich wesentlich und verbessert sich die Libido, die Leistung und die Zufriedenheit. Und wenn wir uns mal ansehen, hier dieses eingeblendete Zitat, dass dieser berühmte Neurowissenschaftler Snyder sagte: In meinem 25-jährigen Forscherleben habe ich niemals wieder eine solche Substanz oder ein solches Molekül gesehen, was durchdringenden Einfluss auf normale und abnormale Körperfunktionen hat. Also er hat noch nie in seinem Forscherleben so etwas gesehen wie das Molekül des Lebens, Stickmonoxid. Wir können also feststellen und uns dem anschließen, wenn im Jahr 1992 damals das US-Wissenschaftsmagazin Science NO zum Molekül des Lebens gekürt hat, dann war das eine große Sache und das ist auch begründet durch das, was wir heute unter anderem auch kennenlernen durften. Und obwohl die erste Euphorie vergangen ist, haben wir doch kennengelernt und können wir auch nutzen die Vorteile des NOs für uns, für unser Leben ohne Krankheit. Und das können wir nicht irgendwann, sondern das können wir heute oder morgen tun und das ist also für uns sofort verfügbar. Nutzen Sie es, ich kann es Ihnen empfehlen. Und über meinen Weg, den ich Ihnen dargestellt habe, haben Sie nicht einmal ein finanzielles Risiko. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und für das Interesse. Und wie schon gesagt, im Chat haben wir hier schon eine Frage. Hier ist die Frage: Können die Produkte Nitro FX oder Nitro Extrem, können die eingesetzt werden, zum Beispiel erfolgreich gegen Hämorrhoiden oder Krampfadern? Also diese Frage ist nicht so ganz einfach für mich zu beantworten. Ich würde mal denken, ich habe mich ja hier nur auf das gestützt, was man weiß zu Arterien und Hämorrhoiden und Krampfadern, das sind ja Venen. Und ich würde denken, dass wenn es demjenigen, der die Substanzen einnimmt, also Nitro FX oder Nitro Extrem, wenn der das einnimmt und der sich so wohl fühlt wie ich, und wenn ich Krampfadern oder Hämorrhoiden hätte, dann denke ich, würden die mir nicht so viele Probleme bereiten, denn wir haben eine physische und mentales Wohlfühlen, das ist fantastisch, das wirkt sich auf sehr, sehr viel aus. Das wirkt sich aufs Sehen aus, auf den ganzen Lebensablauf. Und da würde ich denken, könnte es dort wirken. Aber wie gesagt, das beruht nur auf einer Vermutung. Denn wir kennen, wie ich selbst, habe nur die Kenntnisse zu der Wirkung auf Arterien, auf das Nervensystem, aufs Immunsystem, aufs Verdauungssystem und auf die Sexualität, aber eben nicht auf Venen. Somit halte ich mich etwas zurück und sage, könnte sein, würde ich probieren, aber die richtige Antwort lautet, kann bestimmt nicht schaden. Und noch weitere Fragen im Chat? Zum Blutdruck. Ja, das habe ich gesagt. Der Blutdruck regulierend, ganz wichtig. Das bedeutet, Blutdruck wird nicht auf Teufel komm raus gesenkt, sondern Blutdruck wird reguliert. Das bedeutet, wenn er normal ist, verändert er sich nicht. Er geht immer zum Normalen. Somit kann das NO nur regulierend wirken, was im pathologischen Vorliegen eines zu niedrigen Blutdrucks sogar eine Anhebung sein kann. Also völlig ungefährlich, ganz im Gegenteil, wirkt ganz anders als die verabreichten Medikamente. Ja, noch Fragen? Die Fragen können ja, wie gesagt, auch per E-Mail gestellt werden. Und wenn keine weiteren Fragen sind, dann will ich mich verabschieden. Auch noch recht herzlichen Dank, was ich im Chat lese. Ich freue mich natürlich immer, wenn ich ein positives Feedback bekomme. Also bei den Teilnehmern des Live-Seminars heute ist es gut angekommen. Viel Interesse und gute Darstellung. Wunderbar. Weiter so. Recht vielen Dank. Also ich freue mich über das Feedback. Vielen, vielen Dank. Haben Sie einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.